Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt zu Sonic Forces auf der Nintendo Switch. Ja, ich habe keine PS4, auch keine Xbox One. Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, ob das überhaupt für PC kommt. Ist auch egal. Ich habe ja gehört, die Switch-Variante soll ja nicht so geil sein. Aber ich gebe ein Fick drauf. Ich habe trotzdem mega Bock auf das Game. Dazu muss ich leider noch eines gestehen. Ich habe, sobald ich es bekommen habe, übrigens noch am 7.11., ob der erste Part noch heute kommt, keine Ahnung, wenn nicht dann am nächsten Tag. Und ja, ich habe es schon, den Anfang habe ich gespielt, bis zur Weltkarte, habe ich es aber dann sein lassen. So vom aktuellen Standpunkt so gesehen. Und ja, ich habe schon gemerkt, weil gerade von den FPS her kann es schon so 30, 40 FPS schon so sein, weil es so ganz genau flüssig ist. Ist es jetzt nicht von der Flüssigkeit her? Sprachfehler da schon, aber juckt mich nicht. Ja. Wir wollen auf jeden Fall jetzt erstmal anfangen. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf. Neues Spiel. Und Schwierigkeitsgrad. Okay. Wähle eine Schwierigkeitsstufe. Das Hauptspiel kann auf beiden Stufen abgeschlossen werden. Die Schwierigkeit kann auch jederzeit in den Optionen angepasst werden. Normal. Für Anfänger, die noch kein Sonic-Spiel gespielt haben, und schwer. Für Spieler, die bereits andere Sonic-Spiele gespielt haben. Auf der normalen Stufe werden Rang und Bestzeit nicht aufgezeichnet. Wir werden auf jeden Fall schwer auswählen, weil, ja, ich habe schon genug Sonic-Spiele gespielt. Also, ja, es wird jetzt auch nicht so krass sein. Also, wir nehmen auf jeden Fall schwer. Und jo, let's go. Sonic, wie ich ihn hasse. Und all dieser Hass ist in dieses unzerstörbare Instrument der Vernichtung geflossen. Diese unaufhaltsame Kreation wird jede Niederlage, jede Demütigung durch diesen Igel tausendfach zurückzahlen. Dies ist mein Traum. Mit dieser Erfindung kann ich das Eggman Empire über die ganze Welt ausbreiten. Der Boss meint es diesmal ernst. Und so wie es scheint, starten wir direkt los hier in Green Hill, Lost Valley. Okay. Okay, jetzt schon mal typische und passende Musik und nicht die typische Green Hill. Okay. Oh. Ja, Hinweis. Solange du mindestens einen Ring hast, überlebst du, wenn du Schaden nimmst. Ja, ist alles soweit okay. Keine Bange, wir kriegen das schon so weit hin. Ja, ein bisschen drüber reden kann man schon. Warte mal, nee, warte mal. Ich brauche die Info. Wahrscheinlich gibt es wieder Wisps, die bekannt aus Sonic Colors sind. Wisp-Kapseln, geht deutlich, helfen den Turbo-Balken zu füllen. Du kannst den Turbo einlegen, indem du Y drückst. Ich habe spontan einen Knopf gedrückt zum Springen. Lol. Ja, aber wie gesagt, der Anfang kenne ich ja schon so weit so gut. Ich sollte mal auf Y drücken für den Turbo, ne? Ja, mit B springen auf jeden Fall, klar und deutlich schon gesagt. Y ist ja noch der Turbo verfügbar, alles klar. Für einen Verfolgungsangriff springe und drücke dann B, während der Zielcursor erscheint. Ja. Ah, es wird auf jeden Fall richtig nice, aber man merkt jetzt schon, dass es jetzt nicht so krass flüssig ist wie auf der PS4 und Xbox One natürlich. Ah, da hätte ich jetzt Übersprung ausführen können. Scheiße. Doppelsprung kann übrigens auch. Zwar etwas kürzer als sonst, aber auch okay. Boah, seht euch das Riesending an. Man muss wohl mit allem rechnen, wenn die Nachbarschaft plötzlich eine Wüste hat. Ja. Warum auch immer Green Hill zur Hälfte eine Wüste ist? Es gibt ja wieder diese Spezial. Okay, das habe ich jetzt nicht bemerkt beim Privatspielen. Am Anfang bis zur Weltkarte. Also, Dara habe ich jetzt nicht so gecheckt. Wahrscheinlich gibt es wieder diese Ringe da. Die sind beim ersten Mal erst. Lasst mich jetzt nicht lügen, aber. Hier ist
Ich weiß auf jeden Fall, dass sie da in Sonic Colors dabei waren. Ah, ja, das scheint zu recht zu haben. Ich muss erst mal überlegen oder so, wo nochmal Silent Hill war, aber das war ja natürlich in Sonic Lost World. Oder war das woanders? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, also wie es scheint, meine Dr. Eggman diesmal wirklich richtig ernst. Aber ja, mal schauen. Und so wie es scheint, haben wir sogar jetzt schon das Ziel erreicht. Das war ja recht kurz. Lol. Naja, für den Anfang auf jeden Fall, da passt er schon. Und? Was für ein Rang? Komm, 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 noch ein bisschen. Ah, schade. Ja, okay, gut. A-Rang ist auch okay. Ja, also fürs erste Level richtig, richtig nice auf jeden Fall. Geht es allen gut? Alles klar, dank dir. Du hast aber auf dich warten lassen. Tja, so bin ich nun mal. Na dann, lass uns das beenden, Dr. Eggman. Das wird dein Ende, Sonic. Erlebe die Macht meines ultimativen Meisterwerks. Shadow, du? Savok? Metal? Chaos? Wow, der Typ ist schneller als Sonic. Moment mal, es ist etwas anderes. Ich muss ihn scannen und mehr herausfinden. Was bist du? Wie machst du das? Was hat das mit diesem Typ auf sich? Ich bin ja dabei, Sonic, aber die Messungen können so nicht stimmen. Das ergibt keinen Sinn. Mir geht langsam die Puste aus, Tails. Sonic! Nach Sonics Niederlage rückten Dr. Eggmans Truppen schnell vor. Innerhalb weniger Monate waren nur wenige Gegner nicht unter ihrer Kontrolle. Trotz dieser gewaltigen Übermacht sammelte sich eine bunt zusammengewürfelte Truppe zur Rebellion. Und nun schließt ein neues Gesicht ihnen an. Dr. Eggmans Armee ist unaufhaltsam. Ohne Sonic verlieren alle die Hoffnung und verzweifeln. Doch Verzweiflung können wir uns nicht leisten. Ich träume, dass Sonic immer noch bei uns ist. Glaubst du, er könnte... Ich bin ein Optimist, aber auch realistisch. Sonic ist verloren, Eggman. Und Tails... Tails hat sich selbst verloren. Wir müssen es ohne die beiden schaffen. Silver hat recht. Wir haben 6 Monate lang auf ein Wunder gewartet. Aber es ist Zeit, unser eigenes Wunder zu bewirken. Alle leben in Furcht vor Dr. Eggmans Armee. Wenn wir den Leuten Mut machen wollen, müssen wir beweisen, dass Stärke nicht nur in der Masse liegt. Nicht alle sind verängstigt. Kommt heute nicht ein neuer Rekrut zu uns? Ja, ein Überlebender aus der Stadt, oder? Ich schaue mir die Datei an. Und so wie es aussieht, können wir jetzt schon unseren eigenen Charakter erstellen. Ja, geil. Erstelle mit dem Charaktereditor deinen ganz persönlichen Avatar. Boah, darf ich irgendwie mal anmerken, dass die Stimme von Silver etwas komisch klingt irgendwie? Und dann an den anderen deutschen Synchros habe ich mich bereits dran gewöhnt. Klingt auch recht gut und auch passend. Okay, Charmy hört sich da an wie ein 13-jähriges Kiddie. Aber es passt schon. Aber sonst irgendwie... Naja... Passt schon, egal. Wir nehmen auf jeden Fall männlich. Dann haben wir noch verschiedene Tierarten mit besonderer Fähigkeit. Dann haben wir einmal den Hund. Startet nach einem K.O. mit ein paar Ringen. Klingt okay. Wolf. Zieh Objekte an. Bestimmte Objekte. Alle Objekte, die sich... in der Nähe befinden oder wie genau? Okay. Kaninchen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.
Oh, das sieht aus. Okay. Bleibe länger unverwundbar, nachdem du getroffen wurdest. Ja, der Bär. Das sieht auch so komisch aus. Oh Gott, ey. Nee, 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 nee. Seilangriffe stoßen Feinde weg. Ja, Katze. Hat ein bisschen was von Blaze the Cat, wenn ich irgendwie ehrlich bin, aber auch okay. Behalte ein paar Ringe, wenn du Schaden erleidest. Das hört sich recht gut an. Vogel. Oh, 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 nein. Nein, bitte nicht. Ermöglicht es dir, Doppelsprünge auszuführen. Kann man das nicht auch so machen? War extra nur, wenn man einen Vogel nimmt, nur für Doppelsprünge, klingt das echt ein bisschen billig. Meine Meinung, weil extra dafür... Naja, gut. Igel, was hat der so zu bieten? Wenn du Schaden erleidest, verschwinden verlorene Ringe langsamer. Achso, also wenn man quasi einen Hit hat, dann gehen die Ringe nicht so schnell weg, sondern eher halt so langsam. Ja. Aber irgendwie, wenn ich so das Design so alles anschaue, irgendwie... ich kann mit dem Kaninchen nichts anfangen, weil das so doof aussieht mit diesen langen Ohren. Erinnert mich irgendwie an Schlappohr. Etwas. Ein bisschen. Ein Bär ist noch okay, die Katze, ja. Der Vogel, nein. Nein. Die Igel hat was. Aber ich hätte irgendwie Bock auf den Wolf. Ich hätte wirklich richtig Bock auf den Wolf. Und Objekte? Ja, ich bin gespannt. Aber ich nehme auf jeden Fall den Wolf. Und mit dem Kopf gibt es verschiedene Typen auch noch, okay? Ja, man kann ja auch drumherum nochmal anschauen, wie das Ganze so dann aussieht. Von hinten, von vorne, von oben, von hinten. Wo, wie auch immer. Von jeglicher Perspektive, die man sich nur vorstellen kann. Eins oder zwei. Sieht wieder so spitz und krumm aus. Ach komm, belassen wir es hier beim ersten. Hautfarbe. Okay, bunt jetzt nicht. Das wäre jetzt nicht so krass realistisch. Okay, wobei jegliches beliebige Charakter hat auch eine Farbe, die eigentlich eher unrealistisch ist. Aber belassen wir es mal bei dem. Die Augen auch doch, okay. Lol. Wie viel gibt es denn da? 8. Okay. Normal. Sieht eher etwas traurig aus. Eher so gelangweilt. Ziemlich böse. What the fuck? Sind wir hier in Sonic Exo oder so? Sieht ein bisschen hardcore aus, wenn ich ehrlich bin. Ach du Scheiße. Alles zutraulich. Okay. Beide Augen. Oder sage ich es mal so. Ich glaube, das war ein Sonic R. Wer sich noch an die Tails doll noch daran erinnern kann. Das war sogar auch mal eine Creepypasta mal gewesen. Wer sich daran erinnern kann. Genau, an die Tails doll. Die hatte auch solche komischen Augen. Ich glaube eher die als die hier, aber die sehen beide verstörend aus. Wenn ich das so mal erwähnen darf. Also das nehme ich schon mal gar nicht. Überhaupt gar nicht. Not. Niemals. Never. Und das auch nicht. Auch wenn das geil ist, aber wie gesagt, wir sehen ihn nicht in Sonic Exe. Ja, das ist normal. Das sieht so aus, als wäre er sad und gleichzeitig voll zutraulich. Das sieht eher so richtig gelangweilt aus. Und richtig böse. Ja, ich nehme einfach den. Das ist cool. Augenfarbe. Kann man jetzt auch nicht so krass sehen. Ja, schon, aber irgendwie... Was nehmen wir denn? Ach, nehmen wir mal schöne Blau, oder? So hellblau mäßig. Ah, komm, machen wir so. Körperfarbe auch noch? Ja, schön, dass es so viele Farben gibt. Aber es sind schon viele vergeben, ne? Allgemein sollte ja blau. Okay, auch in verschiedenen Tönen macht es aber auch nicht besser. So pink, rosa. Ja, Amy halt, ne? Rot, da wären wir schon bei Knuckles angelangt. Grün wären wir schon bei Vector. Okay, gelb ist eher so Super Sonic Style. So also leicht orange wäre schon wieder Tails. Ne, das ist ganz anders. Das wäre jetzt ungefähr
Ja, das ist ungefähr die Farbe. Irgendwie halt. Soll ich dabei belasten? Na, ich nehme mal eine andere Schwarz-Weiß-Graustufe, irgendwie so eine Art. Das ist ganz dunkel. Machen wir mal den hier. Stimme auch noch, okay. Dann lassen wir hören. Zwei oder drei? Ich kann mich bei solchen Dingen nicht entscheiden. Das ist so belastend für mich, ne? 3 Stunden später. Ah, verdammt! Kann man das später nochmal umändern? Ich weiß gerade gar nicht. Dann nehme ich erstmal 2. Ich will jetzt nicht so lange noch so noch so rummachen. Siegespose. Wie viel haben wir da zur Verfügung? 10 Stück. Ist ja heftig. Geht die normale. Vielleicht. Na, ähnelt so sehr Sonic irgendwie. Das genauso, so à la Breakdance hier, ne? Ja, wie ein Gentleman, okay? Ja, cool. Na, schaut mich an, wie cool ich bin. Ich bin besser als die. So ungefähr kommt das rüber. Ist auch so eine typische Siegerpose irgendwie. Das hat Style. Wo kommt dieses Klatschen bekannt vor? Smash Bros. Nee, bestimmt nicht. Überhaupt nicht. Nein. Die 10. Jetzt hätte er die Kraft. Was nehmen wir denn? Das war nicht das hier. 8 oder 10? Das schaut irgendwie so krass elegant aus, irgendwie so. Keine Ahnung. Ich glaube, ich nehme die 10. Oder? Das sieht irgendwie so komisch aus, ich weiß nicht. Na komm, ich glaube, man kann es später nochmal umändern, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn nicht, habe ich halt Pech gehabt. Aber ich nehme doch erstmal die 10. Sieht toll aus, Neuanfang. Ja, sieht schon recht gut aus, würde ich mal behaupten. Also nehmen wir es auf jeden Fall. Knuckles, wie ist die Lage, Commander? Ich bin froh, euch alle lebendig zu sehen. Dr. Eggmans Truppen haben uns in Green Hill übermannt. Und vom Widerstand in der Stadt heißt es, dass das Ding, das Sonic besiegt hat... Tut mir leid, das fällt mir immer noch schwer. Es hält alle in Angst und Schrecken. Das heißt fast alle. Dieser junge Widerständler überlebte die Schlacht und kam zu uns. Ich stelle vor, unser neuer Rekrut. Sieht nicht so besonders aus. Du auch nicht, Charmy. Und trotzdem finden wir für dich immer was zu tun. Hier, nimm das. Wir zählen auf dich. Okay, auf geht's, Leute. Die Welt rettet sich nicht von allein. Genau! So sehe ich das auch auf jeden Fall. Achso, es ist jetzt quasi wie Territorien. Also bis jetzt hat Eggman alles in seiner Macht eingenommen. Und wir müssen wieder alles wieder einrichten. Also, dass es bei uns alles in unserem Territorium wieder bleibt. Aber okay, auf der Weltkarte kannst du ein Level zum Spielen auswählen. Bewege den Cursor mit L, drücke X, um eine Liste aller Levels anzuzeigen. Okay, bis hierhin bin ich schon mal privat gekommen. Ja. Zum Titelbildschirm, okay. Was ist das mit X? Achso, da können wir auch so wählen. Da müssen wir nicht extra hier mit dem Cursor extra wählen. Kann ich aber da zurück? Okay, sonst... sind auch nur die beiden nur anspielbar. Naja, dann würde ich mal sagen, fahren wir direkt an hier. Also, warte mal, das haben wir doch gerade eben doch schon gemacht. Ah ne, natürlich geht's hier weiter, ne?
Klar. Level 2. Chemical Plant Spaceport. Ich habe tolle Neuigkeiten erhalten. Sonic lebt. Nice. Wirklich? Hervorragend. Er lebt doch noch. Yay. Was? Oh, was für ein Glück. Ich wusste es. Ich wusste es. Er sitzt im Weltraumgefängnis fest. Mein Spion sagt, er wird in einer Einzelzelle gefangen gehalten und seit Monaten gefoltert. Boah, ist er richtig assi. Das ist furchtbar. Wir müssen ihn retten. Auf jeden Fall. Die Rettungsaktion läuft bereits, Amy. Ich habe einen Trupp zum Weltraumbahnhof im Chemiewerk geschickt, um ein Shuttle zu borgen. Zu borgen. Na, genau. Also Leute, wer hat Lust auf einen guten alten Gefängnisausbruch? Da sind wir dabei. Was steht da? Y? Leih-Avatar? Oder bin ich einfach nur zu doof zum Lesen? Egal, passt schon. Ja, fangen wir an. In Chemical Plant Spaceport Level 2. Ja, geil, jetzt schon. Die habe ich damals irgendwie richtig gefeiert. Okay, hat ein kleines bisschen gedauert. Okay. Aber was hat uns der Nuggets da gegeben für ein Teil? Was ist das? Ist das irgendein Blaster-Teil oder was soll das sein? Drücke mit Sprung B, um einen Seilangriff auf den angezielten Gegner auszuführen. Okay, er kann auch Verfolgungsangriff, gut. Alles mit Ruhe, wenn es okay wäre. Nein. Hä, wir können dieses Blasterteil ja gar nicht benutzen. Okay. In Levels, in denen du mit Avatar spielst, drücke ZR, um den Spezialangriff des Wispons einzusetzen. Ach so, heißt dieses Blasterteil? Wispons. Ach so, das ist für die Wispen oder was? Wenn wir dann welche haben oder was? Ne, ZR. Ach so, nee, das kann ich jetzt schon benutzen. Boah, ist das geil, ey. Ist ja richtig geil. LOL. Ey, das sieht richtig geil aus, haha. Ja, nice. Na, hä? Verfolgungsangriff? Oder, hä? Ich komme da nicht hoch. Ach, dann lässt es halt bleiben. Jetzt vielleicht? Okay, gut. Hat irgendwie nicht viel gebracht. Oh, doch. Den ersten Ring. Oh, cool. Okay, Chemical Plant hat sich aber ganz schön verändert, wenn ich ehrlich bin. Aber trotzdem sieht es geil aus. Komm, nehmen wir mal hier dieses Blasterteil oder Wisp sonst, wie sich das Teil auch wie immer nennt. Lass dich doch nicht immer wieder treffen. Dürfte ich mal anmerken, dass die Musik auch mal richtig geil ist? Alter, die muss ich mir erstmal gönnen. Na, komm schon. Dankeschön. Ich soll erstmal schon hier die Ringe gönnen hier. Wunderbar. Beim Grinden kannst du mit L oder L und R auf anderen Schienen wechseln. Gerne. Ich finde das Grinden immer so richtig geil. Oder Grinden. Wir müssen wahrscheinlich ganz stark auf die Betonung legen. Drücke X, um dich mit einer Explosion in die Luft zu katapultieren. Setze das mehrmals ein, um noch höher zu fliegen. Durch X oder was? Feuer! Oh, das ist noch so ein Ring. Nein! Nochmal, komm. Nee, gedrückt halt, geht nicht. Hä? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Hä, sammelt doch das Ding noch ein. Hey, das sieht What? Ja ein Güterzug aus. Da sind Vorräte geladen. Der ist sicher nicht gerüstet. Hä, okay. Ich habe eigentlich den Ring da eingesammelt, aber wenn er halt keinen Bock hat, okay, dann lass es bleiben. Okay. Was für eine knappe Angelegenheit. Ja, immer von letzter Sekunde, ne? Ja, als ob. Was für ein Knopf? Ich habe jetzt einfach mal B gedrückt. Und das scheint auch richtig gewesen zu sein. Ich möchte gerne. Ja, ich werde jetzt fast runtergeflogen, kann das sein? Nein, setz mal diesen Blast nochmal da ein. Alter, das ist so episch. Ja, Alter. Ich lasse mich auch von jedem Mist hier treffen, kann das sein?
Hä, ich wollte doch diesen Boost. Also geht nicht. Mit dem Avatar geht's erstmal gar nicht. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen die Steuerung üben, was beim Blaster oder Verfolgungsangriff abgeht, weil das ist alles vom Charakter bin. Okay. Ich dachte jetzt, ich wäre jetzt schon wieder fast gestorben. Ah, verdammt. Kann ja noch ein bisschen warten, ich weiß ja nicht. Ob jetzt hier irgendwas war. Nee. Ich bin zum Glück immer noch nicht tot. Das ist cool, das freut mich. Da ist ein Ring, da ist ein Ring, komm, in den Ring. Dann komme ich aber nach unten. Hier, komm. What? Hä? Okay, ich bin schon mal richtig krass draufgegangen. Wow. Vielleicht hätte ich warten sollen, wegen diesen Wispern dann bei anderen Zeiten zu aktivieren. Nee, noch nicht ganz. Jetzt aber, komm. Wow. Habe ich gut hinbekommen. Ich kann behaupten. Nein. Och, ey, komm, das ist doch jetzt nicht eher euer Ernst. Ey, nee. Das ist beschämend. Oder so ähnlich. Nein, jetzt warte ich wieder. Ich will den Ring jetzt haben. Der ist nicht so schwer zu bekommen. Mein Gott, ich stelle mich nur dumm an. Nein, bleib unten. Bleib unten. Hallo, ich habe auf den X-Knopf gedrückt. Pff, dann halt nicht, ist mir auch egal. Ich sammle sowieso nicht alle roten Ringe ein. Ich mache auf jeden Fall nicht alle Level durch und dann war's das. Das ist wenigstens schon mal das Hauptziel. Ich überspringe jetzt einfach mal alle. Und einfach alle vernichten hier. Ey, mit dem Blaster kannst du einfach jeden eliminieren, ne? Das ist richtig easy. Naja, überhaupt nicht. Ja, ist ja gut. Keine Bange. Wir bekommen das schon hin. Mach dir keine Sorgen. Ah, wir sind ja schon. Wir sind schon im Ziel. Nice. Ah, okay, geschafft. Nice. Richtig geil. Also ich hoffe wenigstens auf den A-Rang. Okay, dankeschön. Ey. Wirklich beim allerersten Level. Okay, das andere war, ob man das auch als wirklich das erste Level deuten könnte, keine Ahnung. Aber da schon verkackt. Nee. Wirklich, nee. Peinlich. Wirklich peinlich. Der erste Part war schon ein bisschen heftig. Schon etwas lang. Aber ja, das mit dem Avatar können wir dann im nächsten Part machen. Und deswegen, wenn es euch gefallen hat bis hierhin, könnt ihr gerne einen Like geben. Und mich auch gerne abonnieren, wenn ihr Bock habt. Und würde ich sagen, bis zu einem weiteren Part. Team Sonic Forces. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Macht's gut. Every day.